Schwingelkamp 2018. Das alles wissen wir bereits. Das Dschungelcamp 2018 wird wie gewohnt vom Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwig präsentiert. Der Startmann steht fest, nun ist es endlich offiziell. Die 12. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, startet am 19. Januar 2018 um 21.15 Uhr. Dann dürfen sich die Fans der RTL-Show über zwei Wochen lang täglich ab 22.15 Uhr auf eklige Galanis, nackte Haut und Dschungellästereien freuen. Das große Wiedersehen wird es schließlich am Sonntag, 4. Februar, um 20.15 Uhr zu sehen geben. Das wissen wir bisher über das Dschungelcamp 2018. Das sind die vermeintlichen Kandidaten. Zwar werden die teilnehmenden Promis traditionell erst in der Woche vor Sendebeginn offiziell bekannt gegeben, doch bereits jetzt sollen alle 12 Kandidaten feststehen. In den Dschungel gehen angeblich Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann, 48, die Bachelorette-Gewinner und Schlagzeuger der Metalband Eskimo Cowboy David Friedrich, 28, der Sänger Daniele Negroni, 22, der 2012 in der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar den zweiten Platz belegte, Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Juliana Farfalla, 21, Daniela Katzenbergers, 31, Halbschwester Jenny Frankhauser, 25, der Bachelor-Kandidatin Katja Wiedes, 29, Hobbygärtner Matthias Mangiapane, 34, Natascha Ochsenknecht, 53, Schauspielerin Sandra Steffel, 47, Musiker Sidney Jorgenblom, 57, der vor allem in den 80er und 90er Jahren erfolgreich war, Reality-Sternchen Tatjana Axel, 46, und Tina York, 63, die unbekanntere Schwester von Schlagersängerin Marie Rose, 68. Als Moderatoren führen erneut Sonja Zietlow, 49, und Daniel Hartwig, 39, durch die Sendung. Diese drei Promis hatten keine Lust. Natürlich haben auch in diesem Jahr wieder ein paar Promis die Teilnahme im Dschungelcamp dankend abgelehnt. Laut Informationen der Bild-Zeitung waren Fußballweltmeister Andreas Brehme, 57, sowie die Schauspieler Ben Becker, 52, und Ralf Möller, 58, anderweitig beschäftigt. Noch mehr Dschungel. Wer nach der Lewis-Ho immer noch nicht genug vom Dschungelcamp hat, bekommt in diesem Jahr direkt einen Nachschlag. Nach der Ausstrahlung bei RTL präsentiert Dschungelreporterin Angela Fingererben, 37, täglich live Battle Plus die Sendung Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Minus die Stunde danach. Darin lässt die Moderatorin mit ihren Gästen das zuvor Gesehene noch einmal Revue passieren und analysiert aktuelle Ereignisse im Camp. Mit dabei sind ehemalige Dschungelkandidaten, Angehörige und prominente Fans. Bob Mann, Hygiene an Dschungel-Urgestein Dr. Bob, der nicht nur in der deutschen Ausgabe Ich bin ein Star, holt mich hier raus, für das gesundheitliche Wohl der Promis verantwortlich ist, sondern auch beim britischen Originalformat, hat die Damen mit Silikonbrüsten vor einem ganz besonderen Gesundheitsrisiko gewarnt. Das größte Problem, das wir mit Leuten mit großen Brustimplantaten haben, ist, dass sich wegen der Feuchtigkeit im Dschungel schnell Pilzinfektionen auf der Haut bilden können, erklärte Dr. Bob der britischen Zeitung The Mirror. Wenn große Implantate auf der Brust treiben und sie sich nicht unter den Brüsten waschen, können sie sich eine Pilzerkrankung einfangen, führt er weiter aus.
das ist alles nicht echt, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Gilt als eine der härtesten Reality-Shows. Doch offenbar ist sie gar nicht so gefährlich wie gedacht. Die Damai deckte für die britische Version auf, dass beispielsweise der berühmte Wasserfall, den die Teilnehmer als natürliche Dusche verwenden, künstlich sei. Auch das Feuerholz werde vorangetrocknet und zerkleinert und von der TV-Krive auf dem weiten Camp-Areal verteilt, damit es die Kandidaten finden können, heißt es. Außerdem stammen die Käfer, Maden, Kakerlaken und anderes Getier angeblich aus einer Fabrik, wo sie gezüchtet werden und den Krokodilen werden die Mäuler zugeklebt. Nicht mal die zahlreichen Felsen seien alle echt, sondern teilweise aus Fiberglas gefertigt. Etwas Gefahr besteht dennoch, ganz ungefährlich ist es trotz der angeblichen Tricksereien der Macher dennoch nicht. Wie die britische DAZN berichtete, wurden giftige Schlangen gefunden, die genug Gift hätten, um 12 Menschen zu töten, The Doctor Bob gegenüber dem Blatt. Allerdings wurden diese wohl eingefangen, 5 seien bereits in Gewahrsam.